Hallo und herzlich willkommen zum Cloud der Dinge Tutorial. Sie haben sich bereits erfolgreich ins Cloud der Dinge Portal eingewählt, erste Geräte mit dem Portal verbunden und wollen nun mehr zu den Funktionen des Cockpits sowie zum Arbeiten mit Dashboards erfahren? Dann sind Sie in diesem Tutorial genau richtig. Ich bin Kerstin Koten und ich arbeite für die IoT-Einheit der Deutschen Telekom. Lassen Sie uns beginnen. Die Cockpit-Anwendung ist grundsätzlich für den Benutzer gedacht, der Messwerte einsehen und diese auf Dashboards und in Berichten auswerten möchte. Ihm geht es mehr ums Monitoring und weniger um einen tiefen technischen Einblick. Nach dem Einloggen finden Sie auf der Willkommenseite einige Schnelllink-Kacheln, die Ihnen die Navigation in der Cloud der Dinge erleichtern. Unterhalb dieser Kacheln sehen Sie die in der Cloud der Dinge verfügbaren Anwendungen. Standardmäßig ist das die Administration und Device Management. Sollten Sie weitere, individuelle Anwendungen haben, finden Sie diese ebenfalls hier. Wollen Sie von einer beliebigen Position der Cloud der Dinge-Plattform aus die Anwendung wechseln, finden Sie genau diese Anwendung auch über den App-Switcher oben in der Navigationsleiste. Werfen wir einen Blick auf die weiteren Navigationselemente in der Kopfleiste. Mit der Lupe können Sie eine Suche starten. Daneben finden Sie das Plus-Symbol. Hier können Sie einen neuen Bericht erstellen oder eine neue Gruppe hinzufügen. Daneben befindet sich das Benutzermenü. Sollten Sie einmal ein Problem haben und mit unserem Support-Team telefonieren, können Sie hier Support aktivieren klicken. Der Support-Mitarbeiter kann sich dann mit Ihrem Benutzer anmelden und sieht die gleichen Daten wie Sie, um schnell mit Ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden. Außerdem können Sie sich hier auch aus der Cloud der Dinge ausloggen. Jetzt wollen wir uns gemeinsam die Navigationspunkte im linken Menü ansehen. Dort sehen Sie den Applikationsnamen, wir sind gerade im Cockpit. Darunter befindet sich das Navigationsmenü, mit dem Sie auf verschiedene Seiten einer Anwendung umschalten können. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die entsprechende Seite zu öffnen. Durch Klicken auf den Pfeil vor der Abschnittsüberschrift können Sie einen Abschnitt verkleinern oder erweitern. Sie können die Navigationsleiste auch komplett ein- oder ausklappen. Klicken Sie dazu den schwarzen Pfeil neben dem Applikationsnamen. Was finden Sie unter den einzelnen Rubriken? Auf der Startseite finden Sie verschiedene Widgets, mit denen alle für Sie interessanten Messwerte grafisch dargestellt werden. Diese sind für Sie vorkonfiguriert. Sie können sie individuell anpassen und zusätzlich sogenannte Dashboards anlegen. Wie funktioniert das? Dazu stehen Ihnen verschiedene Widgets, beispielsweise für Karten, Tabellen, Diagramme und vieles mehr zur Verfügung. Dashboards können Sie an verschiedenen Stellen im Cockpit erstellen. Die Art und Weise, wie Sie das Dashboard erstellen, ist dabei gleich. Lediglich die Daten, die angezeigt werden, sind unterschiedlich. Kommen wir zurück zu den Widgets. Gemeinsam passen wir jetzt beispielhaft die Widgets auf der Startseite an. Wenn Sie ein bestehendes Widget bearbeiten oder löschen wollen, klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts in der Ecke des Widgets. Wollen Sie ein neues Widget hinzufügen, klicken Sie auf das Zahnrad in der oberen rechten Navigationsleiste und wählen Sie Widget zum Dashboard hinzufügen. Hier können Sie aus einer Liste an Widgets das für Sie passende auswählen und konfigurieren. Das können Sie beliebig oft wiederholen, bis Sie Ihr individuelles Wunsch-Dashboard erstellt haben. Sind die für Sie relevanten Widgets erst einmal zum Dashboard hinzugefügt, können Sie diese per Drag and Drop an eine beliebige Stelle verschieben. Durch Klicken und Ziehen der unteren rechten Ecke, Sie sehen, wenn Sie mit der Maus darüber gehen, erscheint ein kleiner Pfeil, können Sie die Größe des Widgets anpassen. Sie können weitere Dashboards hinzufügen, entweder auf Gruppen- oder auf Gerätelevel. Wir wollen das jetzt gemeinsam für die Gruppe Nord tun. Klicken Sie die Gruppe in der linken Navigationsleiste an. Auch hier finden Sie in der oberen Navigationsleiste ein Zahnrad. Klicken Sie dieses und wählen Dashboard hinzufügen aus. Sie können dem Dashboard einen eindeutigen Namen vergeben. Position bestimmen und ein Symbol auswählen. Legen Sie dann noch fest, ob das Dashboard für alle Nutzer sichtbar sein soll. Sie können darüber hinaus auch das Design festlegen, sowie die Designeigenschaften des Widgets. Klicken Sie Speichern. Ihr Dashboard erscheint nun als neues Register. Klicken Sie es an und fügen Widgets hinzu, wie wir das zuvor beschrieben haben. Auf die gleiche Weise können Sie auch ein Dashboard für ein bestimmtes Gerät erstellen.
indem Sie statt einer Gruppe das entsprechende Gerät auswählen. Sie können das Dashboard jederzeit nachträglich bearbeiten. Gehen Sie dazu auf Ihr Dashboard, klicken das Zahnradsymbol in der oberen Navigationsleiste. Wählen Sie Dashboard editieren. Wollen Sie das Verschieben von Widgets unterbinden, können Sie dies auch über das Menü tun. Wählen Sie dann Dashboard sperren. Welchen Unterschied macht es, wo Sie ein Dashboard anlegen? Das vorkonfigurierte Dashboard, die Startseite, zeigt Ihnen die konsolidierten Daten von allen sich im Tenant befindlichen Geräten an. Es wird von allen Nutzern des Tenants gemeinsam genutzt. Legen Sie ein Dashboard auf Gruppenlevel an, werden Ihnen dementsprechend die zusammengefassten Daten aller Geräte der entsprechenden Gruppe gezeigt. Legen Sie ein oder mehrere Dashboards auf Gerätelevel an, werden Ihnen nur die Werte dieses Gerätes angezeigt. Gerade wenn Sie viele Geräte haben, macht es Sinn, sie für eine leichtere Navigation und für die Wartung in Gruppen zu strukturieren. Gruppen können in hierarchischen Strukturen angelegt werden. Wie erstellen Sie eine Gruppe? Sie können das sowohl im Device-Management als auch im Cockpit machen. Die angelegten Gruppen werden in jedem Fall in beiden Anwendungen gezeigt. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Gruppen. Rechts finden Sie die Funktion Gruppe hinzufügen. Es öffnet sich ein Eingabefeld. Geben Sie den Gruppennamen ein und klicken auf Gruppe hinzufügen. Zur Bearbeitung einer Gruppe klicken Sie auf die Schaltfläche Editieren unterhalb des Gruppennamens. Hier können Sie den Gruppennamen ändern und Notizen hinzufügen. Um eine Untergruppe anzulegen, wählen Sie die Gruppe aus, zu der Sie eine Untergruppe ergänzen wollen. Wählen Sie dann den Reiter Kindersets und in der rechten oberen Navigationsleiste Gruppe hinzufügen. Unter Kindersets können Sie außerdem Geräte der Gruppe zuordnen. Genauso können Sie die Zuordnung eines Gerätes hier auch wieder aufheben. Wählen Sie dazu das entsprechende Gerät via Mouseover aus. Klicken Sie dann auf die drei Punkte neben dem Gerät und wählen Zuordnung aufheben. Über dieses Menü können Sie eine Gruppe auch wieder löschen. Welche Funktion haben wir noch im Navigationsmenü? Die Alarme. Hier bekommen Sie eine Gesamtübersicht der Alarme und können diese filtern nach kritisch, wichtig, weniger wichtig und Warnung. Alarme werden durch Smart Rules oder beliebige Geräte erstellt und unter diesem Menüpunkt gesammelt dargestellt. Der nächste Punkt im Navigationsmenü ist der Datenexplorer. Er wird zum Visualisieren von Daten genutzt und ist später die Grundlage zur Einstellung der Schwellwerte für Alarme. Sie finden ihn im Cockpit immer wieder, zum Beispiel an diesen drei Stellen. In der linken Navigationsleiste, dort sehen Sie die Datenpunkte für alle Geräte. Dann über Gruppen und den Reiter Datenexplorer. Hier sehen Sie alle Datenpunkte der entsprechenden Gruppe. Und drittens, auf dem Gerätelevel finden Sie den Datenexplorer auch für das ausgewählte Gerät. Die Funktionalität ist die gleiche. Allerdings legen Sie die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, entweder für den gesamten Tenant, eine Gruppe oder ein bestimmtes Gerät fest. Klicken Sie auf den Datenexplorer. Es werden Ihnen immer die ersten fünf verfügbaren Datenpunkte angezeigt. Sie können Farbe, Bereiche und andere Darstellungsmerkmale ändern, indem Sie in der Datenpunktübersicht eine Eigenschaft anklicken und den Wert überschreiben. Zum Beispiel den gelben Bereich für geringfügige Alarme und den roten Bereich für schwerwiegende Alarme. Über die Funktion Datenpunkt hinzufügen können Sie weitere Datenpunkte auswählen und der Ansicht hinzufügen. Um Probleme bei Geräten und Maschinen mit Sensorinformationen in Verbindung zu bringen, können Sie Alarme und Ereignisse als getrennte Elemente in Form von Zeitachsen oder Meilensteinen im Datenpunktdiagramm anzeigen lassen. So erhalten Sie eine vollständige Übersicht über die Messungen und Vorkommnisse, die auf Basis der empfangenen Daten erzeugt wurden. Was ist der Unterschied zwischen Alarm und Ereignissen? Ein Alarm zeigt Ihnen an, dass etwas nicht in Ordnung ist und Ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Ein Ereignis ist eine detaillierte, vom Gerät gesendete Nachricht, die normalerweise für die anwendungsspezifische Verarbeitung verwendet wird. Probieren wir das einmal aus. Klicken Sie auf Alarm Ereignis hinzufügen, unten auf der Seite des Datenexplorers. Suchen Sie das Gerät aus der Liste aus, für das Sie einen Alarm erstellen wollen. Nun werden Ihnen die Alarme und Ereignisse angezeigt, die durch die Datenpunkte für dieses Gerät definiert sind.
Wählen Sie die Elemente aus, die Sie in der Matrix anzeigen lassen wollen, und klicken Sie auf Hinzufügen. Sie sind nun unterhalb der Schaltfläche Alarmereignisse hinzufügen zu sehen. Außerdem werden Sie in visueller Form direkt unterhalb der Matrix angezeigt. Sie können das Element anpassen, zum Beispiel den Namen ändern und es auch wieder löschen. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte und wählen Löschen. Möchten Sie das Element anpassen, klappen Sie es mit dem Pfeil auf und geben Ihre Änderungen ein. Ereignisse werden als Rauten oder als Meilensteine angezeigt, Alarme als Balken im aktiven Zeitraum. Kommen wir nun zu den Berichten. Im Unterpunkt Berichtkonfiguration finden Sie alle vorhandenen Berichte. Sie können diese neu laden oder einen neuen Bericht erstellen. Die hier erstellten Berichte können Sie als CSV-Datei exportieren und für die Weiterverarbeitung in anderen Programmen verwenden. Aktivieren Sie den entsprechenden Bericht und klicken Exportieren. Darüber hinaus gibt es eine weitere Berichtsfunktion. Diese Berichte sind nicht exportierbar und verhalten sich ähnlich wie Dashboards. Der Vorteil ist, dass Sie hier Widgets aus verschiedenen Gruppen in einem Bericht vereinen können. Um diese Art von Berichten zu erstellen, verwenden Sie das Plus-Symbol in der Kopfleiste. Der letzte Punkt im Navigationsmenü ist Konfiguration, wo wir uns die Datenpunktbibliothek anschauen. Sie bietet Standardwerte für Datenpunkteigenschaften. Datenpunkteigenschaften sind mit Absatzformatierungen in Textverarbeitungsprogrammen vergleichbar, mit denen sich vermeiden lässt, dass jeder Absatz einzeln formatiert werden muss. Stattdessen werden Standardformate festgelegt, die dann auf die Absätze des Textes angewendet werden können. Die Datenpunktbibliothek bietet dieselbe Funktion für Datenpunkte. Sie enthält eine Reihe von Standardformaten, die einfach auf Datenpunkte verschiedener Geräte angewendet werden können. Die in der Datenpunktbibliothek hinterlegten Eigenschaften werden auch von den Geschäftsregeln für Schwellwerte benutzt, den sogenannten Smart Rules. Die Schwellwertregeln für das Auslösen eines Alarms basieren auf den Wertebereichen, die in der Datenpunktbibliothek als roter und gelber Bereich festgelegt wurden. Sie können diese auch im Datenexplorer definieren und von da aus über das Zahnradsymbol in die Datenpunktbibliothek speichern. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wählen Sie die Datenpunktbibliothek. Sie sehen eine Liste der vordefinierten Datenpunkte mit ihren Eigenschaften. Klicken Sie einen Eintrag an, um ihn zu bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit, diverse Parameter einzustellen, wie die Beschriftung, die Farbe, den gelben und den roten Bereich. Wenn Sie alle Werte eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern. Die hier festgelegten Eigenschaften werden sowohl von den Smart Rules als auch von einigen Widgets, wie zum Beispiel dem Tacho, verwendet. Was sind Smart Rules? Smart Rules sind das Regelmodul der Cloud der Dinge zur Analyse von Daten. Durch Smart Rules werden datenbasiert Aktionen ausgeführt. Smart Rules können auf Gruppenebene und auf Geräteebene über den Datenexplorer erstellt werden. Wollen Sie die Werte aus der Datenpunktvorlage der Datenpunktbibliothek als Grundlage verwenden, gehen Sie in der linken Navigationsleiste auf Smart Rules und Smart Rule hinzufügen. Wollen Sie einen angepassten Datenpunkt verwenden, zum Beispiel für ein bestimmtes Gerät, gehen Sie zum Datenexplorer des Gerätes. Wählen Sie den Datenpunkt aus, zu dem Sie eine Smart Rule erstellen wollen. Legen Sie seine Parameter fest. Dann klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Smart Rule erstellen aus. Wählen Sie aus den Smart Rule Vorlagen die passende aus, zum Beispiel Schwellwertüberschreitungen. Füllen Sie die Parameter aus. Bei Werten unterhalb des Minimalwertes oder überhalb des Maximalwertes wird ein Alarm ausgelöst. Klicken Sie anschließend Erstelle. Über die drei Punkte können Sie die Smart Rule jederzeit editieren, duplizieren oder löschen. Haben Sie eine Smart Rule erstmal angelegt, können Sie diese aktivieren und auch deaktivieren. Sie können eine Smart Rule für eine Gruppe oder ein Gerät aktivieren. Wo aktivieren Sie eine Smart Rule? Wählen Sie ein Gerät oder eine Gruppe aus. Klicken Sie den Reiter Info in der horizontalen Navigationsleiste. Hier werden Ihnen alle Smart Rules für dieses Gerät angezeigt. Sehen Sie hier noch keine Smart Rule, fügen Sie diese über Plus Smart Rule hinzufügen oben rechts hinzu. Für jeder Smart Rule finden Sie einen Regler, mit dem Sie die Smart Rule aktivieren und deaktivieren können. Eine interessante Smart Rule ist bei Alarm eskalieren. So können Sie, wenn ein Alarm zu lange aktiv ist und niemand reagiert, eskalieren. Da
Das heißt, sie legen fest, in welcher zeitlichen Abfolge welche zusätzliche Aktion ausgelöst wird. So gibt es noch viele weitere interessante Smart Rules, wie zum Beispiel bei langer Dauer des Alarms den Schweregrad erhöhen oder eine E-Mail senden, wenn ein Geofence nicht eingehalten wurde. Dazu definieren Sie ein Gebiet, in dem sich zum Beispiel ein Gerät aufhalten darf. Wird der Geofence verlassen, werden Sie informiert. Diese Funktion wird gerne als Diebstahlschutz verwendet. Bitte beachten Sie, dass die Smart Rule bei Alarm-SMS nur zur Verfügung steht, wenn Sie unter Ihren Benutzereinstellungen eine Handynummer hinterlegt haben und den Open-IT-Service gebucht haben. Sie haben jetzt erfahren, welche Funktionen Ihnen das Cockpit bietet. Wir haben gemeinsam Dashboards angelegt und bearbeitet, Berichte erstellt und exportiert, den Datenexplorer und die Datenpunktbibliothek kennengelernt, sowie Smart Rules erstellt und dabei die Navigationselemente kennengelernt. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und empfehlen die Teilnahme an weiteren Tutorials, um mehr zu erfahren. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Gefällt mir oder das Teilen des Videos freuen. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.